Fly. Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend. Ja, ich und Fly gehen spazieren. Fly läuft ja ohne Leine, kann sehr. Und ja, da ist sie. Ja, Manuel am Abend, Freunde. Ich bin hier in Bredevoort an einem See in den Niederlanden und ja, ich laufe hier, es ist zwar nicht Abend, aber ich dachte mir, in diesem schönen Wetter sollte man es mal genießen, ja, und so ist das dann auch, ja, ich laufe hier und weil es so schön ist, zeige ich euch von hier aus mal Bilder, die ich hier am See jetzt knipse, los geht's! Ja, hier sieht man Fly, wie er gerade aus dem Gebüsch kommt, also aus dem Rasen. Dort sehen wir einen Zaun mit dahinter Rasen. Ja, jetzt sehen wir den See im Meadow, also in Bredevoort, in den Niederlanden. Da läuft Fly gerade über den Rasen, weil er ohne Leine läuft. Da sehen wir nochmal das Wasser am See, was ganz schön gelungen ist, also vom Bild her. Da sehen wir eine andere Perspektive und ein bisschen weiter weg von Festland. Man meint, man wäre mit einem kleinen Paddelboot auf dem Wasser, was aber nicht so ist. Da sehen wir mich vor dem Wasser, vor dem See, wie ich mich fotografiere. Nochmal eine andere Perspektive, aber ist sehr gut gelungen. Ein bisschen blauer Himmel und ein paar Quellwolken. Dort sehen wir einen Weg, wo wir lang gegangen sind. Ja, da bin ich auch lang gegangen, im Hintergrund dann halt der Rasen und der Weg, weil ich ja da weggegangen bin, dort sehen wir auch noch ein bisschen, sieht richtig klasse aus, wenn man meint, wo habe ich das nur gemacht, ne? Wo man den Weg nicht sieht. Dort sieht man so einen kleinen Hügel, Zaun und dahinter sind eigentlich Kühe oder Schafe, die man aber momentan nicht sieht. Ist aber trotzdem, wie man sieht, auch mit dem Löwenzahn auf dem Rasen sehr gut gelungen. Auch das Motiv. Hier sehen wir wieder den Weg, den wir entlang gegangen sind. Ja, noch ein bisschen so ins Grüne gefotografiert mit den blauen, also mit den weißen Pflanzen, die da wachsen. Blumen, Gebüsch. Ja, die Sonne hat toll geschienen. Das war noch im Frühling. Ja. Und es sind eigentlich tolle Bilder, die das Ganze aufmuntern und gleichzeitig auch zeigen und wieder mit dem Hügel und so, aber es zeigt sich trotzdem aus, diese Fotografien, dass man selbst ein Wohlempfinden findet, auch mit dem Baum da auf dem Acker. Aber trotzdem, die schönen Motive zeigen, dass man dabei bleiben möchte. Es freut einen, sich das anzugucken, weil, aus dem Grund ein bisschen verschwommen, aber macht nichts. Aber was ich damit sagen will, ist, man sieht sich das an und freut sich, das zu gucken, weil es so schön ist. Und das macht die Motive umso schöner. Und auch das gerne gucken, dass man sich das vielleicht nochmal anguckt, weil es so schön war. Aber es macht auch eine schöne Stimmung aus. Da sehen wir die ganzen Schafe auf der anderen Seite des Flusses. Dort sehen wir zwei Schwäne, leider ein bisschen unscharf, aber manches kann man nicht immer im rechten Moment perfekt machen. Darum auch mal eine Schräglage. Wo das tolle Motive sind, keine Frage. Aber doch, es hat sich gelohnt. Hier sehen wir auch wieder so ein bisschen Land im Hintergrund. Aber trotzdem, toll gelungen. Tolle Bilder, ja, die auch gleich wieder zu Ende gehen werden, muss man sagen.
Aber erst wenn das braune Schaf kommt. Aber das ist ja noch nicht da. Aber trotzdem haben wir dieses Schaf jetzt. Und dazu gibt es auch später noch ein Filmchen. Aber wann, das werdet ihr dann sehen. Ja, hier am See läuft es sich. Es ist schön. Das Wetter ist gut. Ja, was will man da mehr verlangen? Nicht nur in Manuel am Abend. Dort ein Stückchen vom Wald oder jedenfalls Bäume und Sträucher. Ja, machen wir mal am Freunde. Es geht weiter. Und ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Und ja, es ist soweit. Neue Folgen, neue Abenteuer. Und das gibt es natürlich hier in Manuel am Abend. Ja. So. Ja, machen wir mal am Freunde. Dort. Ist eine Wiese und ja, Manuel am Abend, Freunde. Ich muss mich jetzt auch und werde mich jetzt auch wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr zum Manuel am Abend. Bis dahin und tschüss. Da-da-da-da-da-da.